Ardok hier und wieder zurück bei Evo, Search for Eden. So, wir müssen noch ein bisschen Evolutionspunkte sammeln, damit wir uns weiter evolutionieren können. Damit wir auch endlich mal weiterkommen hier im Spiel. Ist jetzt schon länger her, dass ich nach der letzten Aufnahme aufgenommen habe. Hat noch ein bisschen anderes Zeug zu erledigen. Halt sozialer Kontakt mit Freunden. Kennt ja die meisten kaum noch. So, hier sind wieder unsere grünen Seegurkenteppiche. Die wir ganz schnell eliminieren. Verschlingen. Weiter geht's. Und mein Mikro müsste jetzt auch, also ich müsste jetzt auch lauter sprechen. Da ich mein Mikro nur auf 62% hatte, die Lautstärke, war das natürlich ein bisschen suboptimal. Aber ich denke mal, jetzt ist alles besser. War auch gestern im TS mit im Skype mit ein paar anderen Kollegen, unter anderem Tokido LP, Sigi 1608 1986 und Ayamuni und Jemini. Das war einfach nur Spaß. Ich habe die meiste Zeit gelacht, ich konnte kaum noch sprechen vor Lachen. War noch ziemlich lange am Start. Aber mal gucken, was wir machen können. Jazz, oh, da fehlt uns auch einiges. Uiuiui. Ach, komm hier. Ach nee, hier ist ja Horn. Horn ist nicht so pralle. Da fehlt uns auch noch was. Da fehlt uns auch noch was. Gar nicht mit A hier. Den Teratisus-Tail. Der wird direkt mal genommen. Da sind wir schon noch einige schneller. Und jetzt schaue ich erstmal, wo wir denn weiterhin hin müssen. Das ist ja nicht das Wahre. Als halt hier nur rum zu schwimmen. Ich denke nicht, irgendwie. Sie wollen nochmal hier hin. Ardok heißt da, das Bademeister und Schwimmbad um die Ecke. Die Ärzte. Sehr gute Band. Denn hin? Das ist ja unglaublich. Ja, die habe ich ja schon gegessen. Weiter, ich habe jetzt auch ein neues, bin gerade am neuen LP dran, das werde ich dann heute auch noch aufnehmen. Und zwar ist das Illusion of Time. Vielleicht lade ich auch erst die erste Folge Illusion of Time hoch, damit das hier kein absoluter Spoiler wird, den ich gerade mache. Weil das ist ja Spoilern vom Feinsten. Vor allem, ich spoiler mich selber, das ist ja... Das geht ja mal gar nicht. Da oben muss ich hin. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich muss echt den roten Kristall futtern. Aber ich dachte, das wäre... Das müsste man nicht machen. Ich dachte, das wäre nur optional. Ja, die haben wir ja schon gut weg hier, die grünen Seegurken. Ich hoffe auch mal, wir kommen endlich mal ein bisschen weiter, damit ihr nicht als diese schrecklichen Seegurken sehen müsst. Oder die Zitterale oder sowas. Ich esse das einfach. Und ja, genau dieses Ding. Das ist so schrecklich. Man kann sich nicht zurück. Hä? Ja, super, das ist jetzt total am Sacken. Ich denke mal, ich kann das hier direkt nochmal neu machen. Aber ich will mal gucken, ob ich jetzt weiter kann. Weil eigentlich... Oder war das so, dass das nur für eine gewisse Zeit ist? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich hau einfach ab. Das ist ja schrecklich, das Viech. Ja, jetzt kann ich weiter. Ich glaube, das ist wirklich nur für eine gewisse Zeit, dass du das eine begrenzte Zeit hast, wo du das nehmen musst.
Und dann wieder normal wirst, halt in deine ursprüngliche Evolution, weil das Ding, da können wir den Endgegner echt vergessen hier in der Welt. Der lacht uns aus. Wenn wir da so ankommen, ja, die wollen abbauen, die gelben. Die kleinen, das ist das. Babydelfine. Wow. Gib mir den Thunfisch. Ah, jetzt muss ich zurück wieder. Alles klar. Ich hab schon gedacht jetzt. Ja, Junge. Angst bekommen habe ich hier. Ich habe wieder gejagt. Erstochen. Na, komm, komm. Oh, beide erwischt. Ja, und direkt wieder evolutionieren. Ja, das können wir uns nicht holen. Das können wir uns auch nicht. Das könnten wir uns holen, aber... Ja. Oh, Kuraselaris. Dorselfin. Bam. Oh, Hai. Ah, der Kuraselage ist also der Hai. Gut. Der weiße, der Purple Hai kommt. Wieder noch Hai. Oha, genau. In den Mund rein. Schließt unter mir eine Nahrungskette. Du auch. There's a wall of bubbles. Was jetzt wieder ganz zurück? Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wenn jetzt nicht alles täuscht, fängt gleich an, die Welt, dieser Vulkan hier zu... Also unten sind ganz viele Vulkane. Ich glaube, ja, wir können jetzt nicht mehr zurück. Das ist der Wall of Bubbles. Ja, das ist schön. Oh, da hat oh, ein Riesenhai. So klein, wie gesagt, zu mir. Was war so ein Ding? Ah, jetzt geht's ab hier. So, wo? Die Mauer von Blasen ist verschwunden. Möglicherweise wegen einer Explosion aufgrund der Vulkane. Oh, jetzt wird man getroffen. Das war echt schlecht übersetzt. Das tut mir leid. Bin ein bisschen aufgeregt. Obwohl ich in Englisch immer gut bin und immer gut war, sagen wir es mal so. Eigentlich 1er bis 2er Schüler, aber dieses auf die Schnelle übersetzen, da habe ich echt, da, ich weiß nicht, was daran, woran es liegt. Ich brauche immer ein bisschen mehr zum Übersetzen. Aber dann würde die Übersetzung auch Bombe. Ja. Mal selber auf die Schulter klopfen. Nee, lieber nicht. Oh. Die sind schon härter hier. Die muss ich auch öfters treffen. Die gucken richtig schrecklich. Mann, was ist denn los hier? Die sind ja krass. 50. Aber schon mal haben wir aber ziemlich viele Probleme. Oh mein Gott. Ja, was gibt's denn? Was willst du denn? Ach, ihr seid doch die, die sich zusammen machen, ne? Ja. Ich bin noch zu schlecht hierfür. Oh. Ja. Selbst ins Bein gehen. Ja, anders ist hier, nicht wahr? Drei Punkte, das ist echt noch zu wenig. Ein bisschen Energie holen. Und nun... Oh Gott. Ja, nee, ist klar. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man stirbt. Oh, nein. Was jetzt? Nein. Sorry, tut mir leid, aber du wurdest, ja, umgebracht. Ich werde dich wiederbeleben. Aber erzähl es nicht meinem Vater, der Sonne. Deine Evolutionspunkte wurden zwar reduziert, wurden, oh, ja, drastisch reduziert. Das heißt wohl grinden. Und
Oh Gott, ich hab's nicht leise gestellt. Okay, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Stay tuned.